Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zu Infos, mit denen ich selber gar nicht gerechnet habe, denn es ist etwas Neues aufgetaucht, besser gesagt, was Altes, was wieder da ist, denn ihr werdet euch vielleicht daran erinnern, bei Star Stable ist es immer so, dass verschiedene Pferde nach und nach jetzt derzeit ja das Spiel verlassen. Und nach dem letzten Pulk an Pferden sind eben jetzt neue Pferde dran, nämlich das nordschwedische Kaltblut. Das nordschwedische Kaltblut ist das aktuelle Pferd, das derzeit auf dem Spot steht und daher das bald verlassen wird, das Spiel. Das Pferd, was immer das Spiel verlassen wird, kostet 300 Starcoins und findet sich immer hier vorne, nämlich genau hier an diesem Spot. Hier seht ihr es selber schon mal. Hier ist das Pferd, das demnächst alles verlassen wird. Das demnächst aus dem Spiel genommen wird, nämlich das nordschwedische Kaltblut. So weit, so gut. Hier standen davor andere Pferde, denn hier sind meistens eigentlich zwei Pferde, die das Spiel verlassen werden. Doch jetzt ist etwas aufgefallen, nämlich der Oldenburger und der Cheval de Selle-Français, also die Pferde, die davor das Spiel verlassen sollten, sind nämlich gar nicht so sehr aus dem Spiel, wie man eigentlich vermutet hatte. Denn wenn man hier auf die Seite 3 geht, sich dann einem der Pferde hier hinten, nehmen wir jetzt einfach mal den unseren guten Blaubert hier, nämlich das KWPN ist ein wenig verbuggt derzeit, seht ihr selber hier, das sollte eigentlich so nicht aussehen. Und wenn ihr dann auf Rasse ändern geht, was haben wir denn da? Da haben wir hier tatsächlich das Cheval de Selle-Français. Und nicht nur das, nein, wir haben hier auch noch den Oldenburger, also genau die Pferde, die eigentlich das Spiel verlassen sollten, sind nämlich gar nicht aus dem Spiel genommen worden, sondern sie befinden sich weiterhin auf dem Pferdemarkt. Also, wenn ihr noch unbedingt eines dieser Pferde haben wollt, solltet ihr euch sputen, denn ich bin mir da nicht so ganz sicher, wie lange dieser Fehler aktuell noch zum Nutzen ist, denn im Normalfall sollten ja die Pferde immer aus dem Spiel rausgenommen werden, also zumindest zeitnah rausgenommen werden. Ich denke mal, das ist ja noch ein Fehler, dass sie vielleicht auf demselben Datensatz irgendwie drauf sind. Was mich persönlich wundert, ist, dass normalerweise Pferde, die aus dem Spiel genommen werden, auch aus dem aktuellen Build, also aus den aktuellen Daten rausgelöscht werden. Ich kann mir nur erklären, dass es vielleicht irgendwie vergessen wurde. Von daher kann ich euch nur empfehlen, solltet ihr es noch irgendwie haben wollen, solltet ihr zeitnah zuschlagen. Denn ich denke nicht, dass das besonders lange unentdeckt bleibt und schon demnächst irgendwie dann doch noch entfernt wird. Denn eigentlich war ja der Plan, durch dieses Entfernen der alten Pferde so ein bisschen Datenmüll, so Datenleichen zu entfernen, wie Star Stable das ganz gerne mal gesagt hat. Denn meistens möchte Star Stable dann doch mit dem Entfernen der alten Pferde so ein bisschen die Performance steigern, ein bisschen die Sachen rausnehmen, die eben verbuggt sind leicht oder halt gerade die älteren Sachen rausnehmen, um halt wirklich wieder Ressourcen frei zu haben und so weiter und so weiter. Von daher wirklich, wenn ihr noch ein altes Pferd dieser beiden haben wollte. Und ich habe mir persönlich davon eins geholt, aus dem einfachen Grund, weil ich gesagt habe, okay, ein Cheval oder ein Oldenburger gibt es nicht als eine Generation 3. Von daher hätte ich dann doch ganz gerne eines dieser Pferde, weil ansonsten hätte ich gar keins davon, also auch kein neues dann eben. Und das war halt für mich so der Grund, dass ich gesagt habe, ja komm, dann holst du dir da gerne noch eins. Ähnliches geht jetzt auch beim nordschwedischen Kaltblut, da bin ich auch noch so ein bisschen mit mir am Überlegen. Aber natürlich, wenn ihr noch
nicht dazu gekommen seid, eins von den Pferden zu holen. 300 Starcoins ist zwar, ja, schon so ein bisschen, wenn ihr bedenkt, dass ihr dafür nicht mal ein Haustier bekommt aktuell von den derzeitigen bengalischen Katzen, ist das irgendwie dann doch schon ziemlich krass und eigentlich vom Preis her wirklich okay, weil man bedenkt, dass die Pferde eigentlich ganz nice sind. Was so ein bisschen dagegen spricht, gegen aktuell ein altes Pferd zu holen, ist die Tatsache, dass sie keine Updates mehr bekommen. Und gerade mit dem neuen Racing-System, was ja am 29., glaube ich, war es jetzt genau, kommen soll, kommt natürlich auch dieses Problem, dass sehr wahrscheinlich damit alte Pferde komplett überflüssig werden. Darauf werde ich aber auch nochmal später genauer im Detail eingehen, denn das ist eine Sache, die auf einem ganz anderen Blatt geschrieben ist. Da werden wir noch in Zukunft darüber reden. Da habe ich noch keine genaue Bestätigung dazu. Aber grob kurz gesagt, damit ihr jetzt nicht hier euch total den Kopf zermartert, was ich jetzt damit meine. Es scheint so, als würde Star Stable die alten Pferde nicht mit dem neuen Reitsystem versehen. Da sie auch keine Updates bekommen mehr, wäre das natürlich nur logisch. Und das würde aber heißen im Umkehrschluss, dass sie ab dem 29. nicht mehr für Rennen zu gebrauchen sind. Warum ist das so? Denn das neue Rennsystem macht aktuell bestehende Pferde auf einer Minute so um grob geschätzt 5 Sekunden schneller. Und das kann natürlich ein altes Pferd dann nicht mehr kompensieren. 5 Sekunden ist sehr, sehr viel. Wirklich sehr, sehr viel. Aber darüber reden wir nochmal, wenn ich da die Bestätigung dazu habe, zu genau diesem Thema. Da wird dann also nochmal in Zukunft ein Video folgen, wenn ich da genau die Bestätigung dazu habe. Aber erstmals hier zu diesem Thema. Wenn ihr noch ein altes Cheval, einen alten Oldenburger haben wollt, solltet ihr zuschlagen. Generell bin ich Fan davon, gerade wenn man so ein bisschen nostalgiemäßig unterwegs ist, sich dann da nochmal eins zu holen. Ist oftmals sogar cooler, nochmal sowas im Stall zu haben. Aber ansonsten sage ich auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Bin gespannt, ob ihr euch noch eins holen werdet. Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Und wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. With the crowd when it's over.